bevor es losgeht, ihr solltet Bescheid wissen, dass wenn dieses Video 1000 Likes bekommt, wir die Maschine dreimal verlosen, die hier in diesem Video vorgestellt wird. Deswegen liken, kommentieren, teilen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und push das Ganze mit uns nach vorne, damit wir weiter so geilen Content für euch machen können. Du hoffentlich, mein Lieber, der glückliche Gewinner bist von dieser Maschine. Was geht ab, meine Lieben? StyleCraft Instinct Clipper Unboxing und Review von mir. Zu dem kleinen Beast. Wirklich, das kleine Beast mit mega viel Power. Ist überflüssig, ich habe das Ding schon eh und je. Und ich werde euch heute mal vorstellen, was alles so hier drin ist, wie man den Zero Gap, wie ich den finde, was ich nicht so mag an ihm, was ich so mag und wem ich den am Ende des Tages empfehlen würde. Also lasst uns gar nicht lang schnacken, wir packen ihn aus und dann ab dafür. Und da ist er schon, der Süße, der Instinct, der kleine Beliebte. Das ist so dieser, das ist so der Hübschling in der Schule. Das ist der Beliebte, den alle haben wollen. Den aber keiner kriegt, weil die mit der Produktion nicht hinterherkommen. StyleCraft Instinct Pro. Wir kriegen die Maschine natürlich wieder wie StyleCraft Gamma typisch mit drei Covern. Hier haben wir auf der linken Seite einmal die Frontalansicht, auf der rechten Seite einmal den Aufschrift mit Development in the USA, im Ladestand, oben die Regularien, unten die 8 Piktogramme typisch, dass wir eine Black Diamond Carbon DLC Blade haben. Wir haben einen Vektormotor mit viel Power. Es ist Zero Gap einstellbar, Lithium-Ionen-Akku mit 180 Minuten Laufzeit. 8 Dubs, also die Premium Guards von Gamma, StyleCraft. 11.500 umdrehungsstarker Motor. 3 verschiedene Hebel und 3 verschiedene Cover. Hinten steht nochmal drauf und wird uns gezeigt, was alles mitkommt. Natürlich die Maschine, die 3 Wechselhebel, der Ladestand, der Vektormotor, das Vapor Blade, kleine Form, dass der super easy in die Hand passt. Das Wartungskit, Schraubenzieher, Öl, Minibürste und die Guards. Und lasst es uns direkt mal auspacken, was sich da drin so verbirgt. Also erstmal super nices Design. Schaut mal hier oben rein. Die haben es auf jeden Fall getroffen, mit diesen Blitzen, diese Power so zu verdeutlichen. Ich finde es mega nice. Und dann kommt uns direkt hier erstmal der Clipper entgegen. Mit den 3 Covern. Einmal in Schwarz, in Blau und in Rot. Rot kommt der standardmäßig geliefert. Und dann kommt uns direkt das Teilchen hier entgegen und ihr seht auch wieder hier, es ist ein bisschen greasy, hier sind die Nylon-Filamente und man merkt schon, vibrationsstark ist er und die Geräuschkulisse ist auch größer. Hier haben wir das Vaporblade, den nicen Hebel. Passt bitte auf bei der Schraube, die wird nach links aufgedreht, wenn ihr die zu stark nach rechts, opala, wenn ihr die zu stark nach rechts aufdreht, macht ihr das Gehäuse und das Gewinde kaputt. Haben schon einige geschafft, deswegen lest die E-Mails, die wir euch schicken, wenn ihr euch die Maschine bei uns holt. Und ja, auch diese Schrauben, sehr filigran, gehen schnell kaputt. Die hier, die verbauen leider echt schlechte Schrauben. Deswegen einfach ordentliches Werkzeug nutzen, die ordentlich aufschrauben und dann passt das. Wir kriegen natürlich einmal den Ladestand. Wir kriegen natürlich ein Aufladekabel. Natürlich auch noch das Micro-USB-Aufladekabel. Den typischen roten Schraubenzieher. Das Wartungskit mit den extra Cam Follower, extra Stretch Bracket, ein paar extra Schrauben, weil wie gesagt, die sind echt für den Arsch. Dieses Öl, kleine Mini-Bürste und ja, das war's. Und dann halt noch ein volles 1-6er Dubset mit den Half Guards und natürlich Garantie Part 2 und Garantie Part 1. Ich zeige euch jetzt noch an meinem StyleCraft Instinct, wie man den ganzen Spaß Zero gapt. Und zwar ist es fairly easy. Ihr nehmt bitte nicht den Schraubenzieher, der passt für diese Schrauben vielleicht, der passt für die Schrauben hier unten, aber auf gar keinen Fall für die hier. Dafür braucht ihr dann einmal einen passenden Schraubenzieher, löst diese beiden Schrauben und dann nehmt ihr den Hebel nach vorne. Meiner ist schon Zero Gap, deswegen werde ich es bei meinem jetzt nicht nochmal mir verkacken, weil der echt perfectly Zero Gapped ist. Ihr müsst diese Schraube und diese Schraube lösen und hier unten sitzt das Obermesser im Kämpferler drin und das wird nach außen gedrückt von einer Feder. Und deswegen müsst ihr die leicht lösen und nicht zu stark, weil das drückt euch das Als raus. Das heißt, ihr müsst das Als mit dem Finger fixieren, anlösen links, rechts, dann hier richtig halten und dann hier natürlich nach vorne schieben und dann alles so halten. Ich halte es dann genau immer so fest und dann ziehe ich es mit leichten Zügen langsam zu, weil auch dadurch, dass ihr die Schraube dreht, verschiebt ihr ein leichtes Blade mit. Und damit dann der Zero Gap immer noch richtig sitzt, macht ihr es genauso, wie ich es euch hier eben erklärt habe. Ich zeige euch jetzt, wie nice das Schneiden mit dem StyleCraft Instinct Clipper ist.
Stylecraft Instinct. Er kriegt ein bisschen sein Fett weg von mir, weil der ist zwar eine geisteskrank nice Maschine und hat einen super starken Motor, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das, also für mich ist er auf jeden Fall nicht so der krasseste Clipper. Der ist brutal und viele von euch lieben ihn auch aus den richtigen Gründen, weil geiler Schneidesatz, geiler Hebel, geiler Motor, der mit allem zurechtkommt. Aber für mich ist er einfach zu klein und hat zu viel Power auf dieses kleine Gehäuse. Heißt nicht, dass es eine schlechte Maschine ist. Aber für meinen Geschmack vom Schneiden ist es jetzt nicht so der Shit. Und wo ich mir halt irgendwie nicht so sicher bin, kommt er wirklich auf 11.500 Umdrehungen, weil wenn ich mir mal, also ich habe jetzt kein Messgerät, wo ich mir das hier angucken kann, aber wenn ich mir das so anhöre mit dem Stylecraft Ergo, der ja auch einen Magnetmotor drin hat, der 10.000 Umdrehungen schafft und ich den hier höre, hören sich irgendwie sehr, sehr ähnlich an. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt sehe, dass sie diesen Instinct X gebaut haben, sieht das für mich auch eher danach aus, als hätten die einfach das Ergo-Modell ein bisschen modifiziert, denselben Motor reingeklatscht und einfach aus einem Motor drei Modelle gemacht und das alles halt einfach ein bisschen marketingtechnisch anders benannt. Meine Einschätzung, meine Idee, weiß nicht, ob das die offizielle Wahrheit ist, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem eine gute Maschine. Ist halt bei mir einfach nicht der Lieblingsclipper auf dem Dings. Ich benutze den gerne, ich benutze den Ergo auch gerne, also Gamma Stylecraft Maschinen mag ich, liebe ich ja, ihr wisst ja, die machen was Geiles, aber ich weiß nicht, für mich ist er einfach zu klein. Wen ich tatsächlich ein bisschen nicer finde als den Clipper, ist der Trimmer, weil der ist wirklich ein Biest für alle möglichen Herausforderungen, vor allem für Designs, wenn die Leute schwierige Haare haben oder genauso runterwachsen, wie das Design dann praktisch die Linie haben soll. Der macht es brutal. Was man den Clipper aber lassen muss, er kommt mit allen Haaren zurecht, er hat eine Menge Power, er kommt bei nassen Haaren durch. Wobei ich da einmal auch das Problem hatte, ich habe bei nassen Haaren geschnitten und habe Maschinen bei Kamm gemacht, die waren vollgesorgt, die waren dick und es waren dicke Haare. Hab geschnitten und es war bumm, auf einmal ist die ausgegangen, musste ich die erstmal wieder zum Laden anstecken kurz und dann ging die wieder. Bin auch ein bisschen irritiert, so habe ich meine Maschine jetzt kaputt gemacht, hat mir nicht so gut gefallen. Und ja, ich finde ihn halt schon eher teuer für das, was man kriegt, aber ist trotzdem eine gute Maschine. Nur ihr hört schon raus, mich hat er jetzt nicht geisteskrank abgeholt. Ich weiß, viele von euch lieben den, auch zu einem guten Grund, aber für mich einfach in meinem Barberherz ist halt einfach nicht die allergeilste Maschine. Trotzdem hat er seine Daseinsberechtigung, ist eine gute Maschine. Und ja, das soll es von mir gewesen sein zum Stylecraft Instinct. Ist eine geile Maschine. Könnt ihr euch kaufen, wenn ihr Bock habt auf einen super starken Clipper, der mit allem zurechtkommt, wenn ihr einen Allrounder braucht, der einfach Power hat, wenn ihr eine Maschine haben wollt, die Power hat. Und würde ich nicht für Anfänger empfehlen, weil der hat so viel Power, ihr schneidet einmal falsch und alle Haare sind ab. Leute, die wirklich riesige Hände haben, den würde ich auch nicht empfehlen. Der wird dem wahrscheinlich zu klein sein. Ich meine, hier, ich kann den umarmen. Der ist so, geht hier fast unter, wenn ich den hier so halte. Ich will was halten, weil ich halt meistens so die mit drei Fingern. Das ist irgendwie so, es wiegt halt nichts, ne? Bei dem Clipper finde ich ein bisschen nicer, weil ich will dann richtig die C-Motion machen und richtig verblenden können. Das funktioniert auch damit, aber irgendwie gibt es mir nicht das Feedback, was ich sonst gewohnt bin von anderen Clippern. Genau. Das war mein offen und ehrliches Feedback zum Stylecraft Instinct. Und meine Lieben, was soll ich euch sagen? Wir sehen uns, wir hören uns, wir riechen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.